Herzlich willkommen bei München heute und das sind unsere Themen. 70 Jahre nach Beginn des Holocaust eröffnet der Staat Israel sein erstes deutsches Generalkonsulat in München. Gutenberg erklärte am Dienstagvormittag in Berlin seinen Rücktritt. Spione machen das Internet unsicher. Ein beliebtes Killerspiel dient als Köder. Wenn die Nutzer der Online-Spielsucht verfallen sind, bekommen sie illegale Aufträge. Begeht ein User eine der geforderten Straftaten, steigt er in der virtuellen Rangliste auf. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. München hat gewählt und Christian Ude für weitere 6 Jahre im Amt des Oberbürgermeisters bestätigt. Könnte es sein, dass eine radioaktive Wolke bis zu uns kommt? Sie sind nun wirklich eine, die weiß, wovon sie spricht. Sie haben selbst 7 Kinder, sind eine erfolgreiche Politikerin. Ist es nicht sehr schwierig, das zu vereinbaren? Es waren sehr bewegende Bilder. Da habe ich mir gedacht, was geht dieser Frau jetzt im Moment durch den Kopf? Sie haben ihren 60. Geburtstag und die 60er haben heute gewonnen gegen die Kickers Offenbach. Ist das ein schönes Geschenk für Sie? Es war ja jetzt gegen Greuther Fürth zuletzt eine Niederlage, die doch ein bisschen geschmerzt hat und jetzt die Freude umso größer dafür. Was muss man denn tun, um im Ratzfatz-Frauenclub Mitglied zu werden? Hast du überhaupt nichts für uns dabei? Die beste Moderation, der Preis geht an Monika Eckert von München TV in München heute. Herzlichen Glückwunsch. Auch da sind wir natürlich sehr gespannt und wollen sehen, wie denn München heute aussieht. Und die beste Moderation. München heute. Jeden Tag live. Um 18 Uhr mit Monika Eckert. Starb Musikmanager Monty Lüftner auf dem Gelände des Wertstoffhofes in Garching. Millionen Menschen auf der ganzen Welt blicken heute auf einen Mann. Michael Strauch hat nachgefragt, welche Chancen die Bayern-Fans ihrer Mannschaft einräumen. Die 26-jährige Regensburgerin ist mittlerweile das Nachrichtengesicht von München TV. Klar, kompetent und einfühlsam. Machen Sie es gut, auf Wiedersehen. Nunmehr preisgekrönt als beste Moderation 2009.